Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten, natürlich mit Dirk Helger, dem Entwickler und Trader von Stereo Trader und meine Wenigkeit natürlich. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor wir anfangen, müssen wir trotzdem natürlich einmal den Risikohinweis zeigen und bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, auch wie immer wichtig auch für die Aufzeichnung. Und dann können wir auch direkt loslegen. Ich werde jetzt den Bildschirm übertragen. Okay, ein paar Fragen gab es ja schon, beziehungsweise der Nelson war so nett, mir vorhin was zuzuspielen. Das greife ich auch direkt mal auf. Es ist ja ein neues Release draußen. Ich mache das hier gleich mal ein bisschen größer. Hier mein Lieblingsindex zurzeit, der Dow. Und zwar ging es ja hier um ein paar neue Funktionen, die jetzt dazugekommen sind. Also es ist nicht so viel dazugekommen. Es ist mir so unter der Haube noch mal ein bisschen was passiert, kam irgendwie schon das Feedback so, ist das schneller als vorher? Kann sein, also das ändert sich ja halt irgendwie ständig und wird natürlich alles ständig weiterentwickelt und verbessert, manchmal auch verschlimmbessert, aber das letzte Update wohl nicht. So wie ich das sehe, ist das alles sauber. Und zwar geht es um die Bereiche hier unten im Chartpanel. Ja, da sind jetzt halt so ein paar neue Knöpfchen dazugekommen, hier unter User. Und ich habe es jetzt hier so auf Englisch gestellt, aber auf Deutsch steht hier einfach jetzt dann nur Benutzer. Und es hat einfach Folgendes damit auf sich. Also, wenn ich zum Beispiel halt hier jetzt irgendwas anfange zu zeichnen, ja, jetzt sowas und dann nochmal sowas, keine Ahnung, die Business besser sieht. Und dann habe ich einfach die Möglichkeit, das ist mal das eine, hier mit, wenn ich da einen ausschalte, kann ich die Linien, also alles, was ich gezeichnet habe, komplett mit einem Klick ein- und ausblenden. Ja, das ist halt, denke ich, halt schon sehr hilfreich, weil manchmal malt man ja auch Sachen oder braucht man irgendwie kurz dann einen freien Blick auf den Chart und dann klickt man hier drauf und dann ist es eben alles mit einem Klick ausgeblendet. Und genauso hier das X, bekannt ja immer für schließen, löschen und so weiter. Und genau das tut es auch hier, wenn ich hier auf X drücke. Und dann sind die weg. Ja, dann sind die halt tatsächlich auch gelöscht. Und der hier ist vielleicht ein bisschen schwerer zu verstehen, dieser Button. Da steht momentan All. Und sobald ich da drauf klicke, steht der jeweilige Timeframe dann hier. Ja. So, das heißt, wenn ich auf All lasse, nur mal als Beispiel, machen wir hier mal wieder eine lustige Linie rein, einfach mal ein X. Wenn ich das auf All lasse, dann sehe ich das, wie man sieht, was ich gezeichnet habe in allen Timeframes. So, jetzt gibt es ja generell im MetaTrader die Möglichkeit, wenn ich hier zum Beispiel draufklicke und dann rechtsklick und dann auf Eigenschaften von der Trendlinie, dann kann ich ja hier bei Visualisierung, ist ja dann auch ausgewählt, schon all Timeframes, das heißt in allen Zeiteinheiten sichtbar. Und das kann ich auch isolieren, indem ich dann sage, ja nee, ich will die nur im H1 und im H4. Nur mal als Beispiel. So, wenn ich dann hier klicke, H1, H4 ist da, M30 oder D1 ist plötzlich nur noch eine Linie da. Und da das aber extrem umständlich ist, das auf diese Art und Weise zu machen, geht das nämlich jetzt dann kurzerhand, ich mache die nochmal weg, geht das nämlich jetzt kurzerhand so, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal angenommen, ich bin hier am H1 unterwegs, das ist ja auch bei mir so mein Standardchart, wo ich halt meine Marken ausfindig mache und und dann gehe ich ganz einfach wie folgt vor. Das heißt, ich zeichne mir hier eine Linie, beziehungsweise stelle zuerst um auf H1. Und sobald ich mir jetzt hier eine Linie reinziehe, ja, und dann aber umstelle auf M30, ist die weg, dann ist die nur im H1, ja, weil das hier ausgewählt war, weil hier der jeweilige Timeframe einfach ausgewählt war. So, und da steht auch jetzt H4, weil ich auf den H4 gewechselt habe. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier die nächste zeichne und schalte um zwischen H1, H4, habe ich genau das. Ja, das heißt, ich habe die von vornherein dann damit einfach isoliert. Und das ist alles, was es damit auf sich hat. Komplizierter ist es gar nicht. Und aber wenn man halt analysiert, ist es halt doch sehr
nützlich. Und hier auch, hat man auch gerade gesehen, wenn hier ein Timeframe ausgewählt ist und ich drücke auf Entfernen, dann werden auch nur die Linien von dem Timeframe dann auch entsprechend entfernt. Und der Hintergrund ist, kann man sich vielleicht denken, sind ja doch sicherlich einige aus der Facebook-Gruppe auch dabei. Das ist halt nämlich eben dieses Add-on, was da kommen wird. Und das heißt, wo man halt, also das Live-Chart-Add-on. Und das gehört natürlich so ein bisschen zusammen, weil das ist nämlich auch genauso aufgebaut, dass dort halt, wenn man zum Beispiel dann dort nachher ein Update bekommt, dann können die unterschiedlich sein für die einzelnen Timeframes. Das heißt, es kann im 15-Minuten-Chart völlig anders aussehen als zum Beispiel im Stunden-Chart. Und deswegen ist das hier auch mit reingeflossen. Das gehört einfach nur beides zusammen. Okay, ich denke mal, das war nicht so kompliziert. Gehen wir davon aus, hat auch jeder verstanden, worum es hierbei geht. Direkt schon Und dann würde ich gleich. eine Frage dazu, ob Echt? Wo das, denn? ja, Ah, im okay. Chat, ob das X auch Indikatoren auch löscht oder nur tatsächlich nur die Objekte. Nur die benutzerdefinierten Objekte, also nur das, was ich halt selber reingezeichnet habe. Hat mit Indikatoren nichts zu tun. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie ein Add-on oder sowas halt drauf mache, ich nehme als Beispiel, nehmen wir hier irgendwas, was ein bisschen zeichenintensiv ist. Zum Beispiel hier das Sport-Add-on, das ja doch relativ viel in der Gegend rummalt. Das aber heute irgendwie nichts anzeigen will. Mal gucken. Es kann sein, dass es jetzt für den. Ah doch, da ist ein bisschen was. So, das heißt, wenn ich zum Beispiel solche Geschichten von Indikatoren habe oder so, ist das davon natürlich auch nicht betroffen. Ja? Das heißt, es betrifft immer nur das, was ich wirklich von Hand eingezeichnet habe. Und das heißt, da kommt sich auch nichts ins Gehege jetzt irgendwie an Indikatoren, außer es kann natürlich passieren, dass jetzt, wenn irgendwie ein Indikator oder irgendwas von einem anderen Anbieter kommt und wenn der versehentlich die gleichen Richtlinien hat, jetzt hier für die interne Namensvergabe von Objekten, wie das der Stereo-Trader macht, dann kann es sein, dass die halt, ja, dass es die dann halt ebenfalls mitbetrifft. Das muss man halt mal im Auge behalten und wenn da halt irgendwie was ist, dann kann man das ja entsprechend anpassen, klar. Aber generell sollte auch jeder Indikator und jedes Add-on in der Lage sein, seine eigenen Objekte zu überwachen, beziehungsweise die halt selber auch nochmal neu zu zeichnen. Okay, die nächste Geschichte war für den, oder ich bleibe mal hier gerade MetaTrader 4, da war gerade in der Gruppe noch eine Frage. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, von wem die war. Da habe ich nur geschrieben, irgendwie gleich am besten ins Webinar. Und zwar war die Frage so von wegen, wo man auf Anhieb sieht, was ich an Profit hätte, ja, wenn ich zum Beispiel Position aufmache. Mal angenommen, ich gehe jetzt hier irgendwie long im Dow. Und wenn ich einfach wissen will, wie viel ist das als Betrag, ja, also da kam halt irgendwie schon öfters mal der Vorschlag, hier beim Stop-Loss oder so halt den Betrag mit dazu zu packen. Das Problem ist immer nur, bei allem, das wird halt immer mehr, ja. Und wenn man das alles hier reinschreibt, der eine sagt dann, ja, der Kurs müsste noch hier rein, ja, dann noch das, was an Risiko hier rein, dann ist das Ding nachher so lang. Und auf dem großen Bildschirm ist das vielleicht kein Problem, aber sobald man mehrere Chartfenster hat, wird es dann irgendwann kritisch. Und generell der Kurs vom Stop-Loss wird ja sowieso angezeigt, sobald ich den hier verschiebe, ja, habe ich immer sofort den Kurs. Und das ist sowieso nicht das Problem. Und was ich an der Stelle verliere oder mit dem Take Profit gewinne, sobald die Position beziehungsweise eine von den beiden halt erreicht ist, das steht einfach immer hier. Reward and Risk, beziehungsweise dann halt CRV. Und hier entsprechend halt mein Take Profit vorne, also für Reward beziehungsweise Chance sozusagen, mit der deutschen Bezeichnung. Und hier das Risiko entsprechend auf der rechten Seite. Ja, also sobald ich das hier auch verschiebe, wird das immer sofort angepasst. Ja, kann man das erkennen? So wird dann halt hier aus der 48 jetzt eine 19 und so weiter und so fort. Und ist natürlich halt auch immer gerechnet, also auch wenn ich jetzt irgendwie mehr Positionen aufmache oder so, ist es natürlich alles immer komplett dann auch kumuliert berechnet. Und ja, von daher, wenn man das wissen muss, hier sieht man es. Es wird aber ohnehin jetzt in der nächsten Version wird noch eine weitere kleine Statistik dazukommen. Und da wäre es halt eventuell eine Option, dort einzubauen. Die wird auch nicht hier auf der Seite sein, sondern die wird dann hier irgendwo rumschweben. Das ist momentan geplant.
Und dass man da halt auch, wenn alles zugeklappt ist, immer noch einen Überblick hat. Und weil, wie gesagt, solange man Platz auf dem Schirm hat und irgendwie in einem Wert halt hier drin ist, funktioniert das ja alles so völlig problemlos. Nur halt, sobald man natürlich dann halt irgendwie ein bisschen kleiner wird und mehrere Werte gleichzeitig handelt. Und da muss man halt dann schon irgendwie gucken, also wenn das dann hier zugeklappt ist, oder man kann das ja auch generell, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt immer noch einige, die haben das noch gar nicht gemerkt, aber man kann auch sowas generell hier einfach rausfahren, ja, kann sich das dahin packen und dann ist fein, da muss man nicht rechts alles aufhaben und nicht den ganzen Bildschirm zulagern. Ja. Ja, gibt es auch direkt schon eine Frage dazu? Ja. Aber Zur sprich jetzt mal. Fenster-Session-Statistik. Nee, noch Ja, klar. zu den Profits. Da ist noch eine Okay. Zwischenfrage, ob man auch nur die Punkte Pips anzeigen lassen kann, anstatt den Betrag. Ja, klar. Also man kann halt, man kann ja generell, kann man das ja umstellen. Das heißt, wenn ich hier aufs Logo klicke und dann auf Layout, und dann habe ich ja die Möglichkeit hier bei PL-Display, da steht ja momentan Betrag und Punkte. Ja, also auch in der Reihenfolge und genauso wird es ja auch immer angezeigt. Und ich kann das aber auch umstellen auf Punkte und Betrag. So, und wenn ich das dann so rum mache und ja, das ist wieder meine klasse Verbindung hier, beziehungsweise das Ding ist, bei mir läuft auch immer die Aufzeichnung mit, ne? Also ist eigentlich so Quatsch. Die läuft immer irgendwie. Ach so, das ist deine. Entschuldigung. Weil bei mir zeichnen die das irgendwie immer auf, ne? Ja, weil du auch Das ist. Organisator bist, deswegen. Ah, okay. Sorry. Ich dachte, jetzt wäre es mal schlau und klick mal da drauf, nachdem ich den Button gefunden habe. Okay. Wo war ich jetzt? Habe ich doch glatt einen Faden verloren. Ach so, genau, die Punkte, ne? Also ich habe das jetzt ja gerade umgestellt. Und dann stehen hier die Punkte. Ja. Also hier zum Beispiel ist halt von der Trade PL stehen entsprechend die Punkte. Hier vom Stop Loss brauche ich es ja nicht, ja. Das steht ja hier. Da steht ja ohnehin, was ich an Punkte Stop Loss habe. Und wenn ich das so umstelle, wie ich es gerade gezeigt habe, dann steht halt hier zum Beispiel auch mein Chance-Risiko-Verhältnis in Prozent. Ja, also jetzt hier 0,89% wäre halt mein Take Profit, wäre der Profit von der ganzen Geschichte und 0,59% mein Risiko. Und sieht man auch, wenn ich, sobald ich das hier nochmal irgendwas dazugebe, mein Risiko halt immer höher, mein Take Profit natürlich auch. Ja. So fällt der down. Der soll das sowieso nicht fallen. Der soll ja eh steigen. So, von daher ist das ja hier sowieso gerade gar kein Problem. Nein, aber ich denke, es ist verstanden. Ne? Also in Punkten sowieso Quatsch, ja, weil das steht immer hier. Da steht immer, was habe ich an Stop-Loss, wie hoch ist da das, was ich da halt an Punkten riskiere und Take-Profit sowieso. Deswegen muss das nicht hier oben noch angezeigt werden. Hier oben wird aber, wenn man das so umstellt, die Trade-PL und so weiter in Punkten angezeigt. Okay, dann gehe ich mal kurz auf die andere Frage mit der Statistik ein. Kriegst du das denn jetzt eigentlich noch zusammengebaut hier von der Aufzeichnung? Ja, kriegen wir hin. Okay. Ja, alles Profis. Das müssen wir schon. Kann aber auch hier irgendwie, weiß nicht, kann das nicht breiter machen. Das sind immer alle abgeschnitten, die Fragen. Okay, kann ich das Fenster nochmal kleiner machen hier? So. Der Ralf sagt, Fenster-Session-Statistik. Ja, das kann ich. Ich kann mal kurz die, also wenn es hier um die Begriffe geht, die da drin stehen, ich lasse die mal auf Englisch jetzt hier stehen, weil im Deutschen sind die eigentlich immer eher so ein bisschen befremdlich. Also die kommen ja ohnehin alle aus dem Englischen. Das ist halt immer so Halb-Anglizismen im Deutschen. Deswegen lasse ich das hier mal auf Englisch. Generell Session-Statistik, also ich habe hier die Möglichkeit, mehrere Zeiträume auszuwählen. Das heißt, ich kann einmal sagen hier All Time, also alles, was ich jemals jetzt hier gehandelt habe, in dem DAX mit der Strategie ist es halt wie immer isoliert. Ja, das heißt, bezieht sich nicht aufs ganze Konto, sondern immer nur das Handelsinstrument und eben halt tatsächlich auch die Strategie, so dass ich halt da auch ganz gezielt entsprechend meine Statistik führen kann und auch auswerten kann. Session heißt einfach nur, es ist ein definierter Zeitraum. Ja, das heißt, ich wähle hier einfach Session aus und sobald ich sage neue Session, fängt quasi die Statistik nochmal bei Null an. Und das heißt, das ist kein vordefinierter Zeitraum. Nur wenn ich jetzt sage, ja, ich will das mal irgendwie machen von Dienstagmittag bis Freitagnachmittag,
Dann klicke ich am Dienstagmittag auf New Session und habe dann halt einfach, solange ich da halt nicht nochmal drauf drücke, habe ich dann halt für den Zeitraum meine statistische Auswertung. Das mal generell zu den Zeiträumen. Ansonsten Intraday, ich denke, das ist klar, der Rest. Also einfach auf den Kalendertag bezogen, aktuelle Woche, aktueller Monat, aktuelles Jahr. Ne? Und man kann die, das muss ich mir gerade überlegen, ist das wirklich so? Nee, man kann die, glaube ich, gar nicht mehr löschen, oder? Mit Control-Click hier drauf. Ah, doch, hier. Wenn ich mit Control-Click auf New Session klicke, also STRG gedrückt halte und dann da drauf klicke, dann ist die komplett weg. Ja, das heißt, da ist die komplett auf Reset. Solange man aber hier nur New Session, passiert halt jetzt sowieso nichts, ja, weil es ist ja noch nichts drin gewesen. Und von daher ist es jetzt hier erstmal soweit richtig. Vielleicht mal ganz kurz hier unten zu dem Bild, da ist jetzt einfach nur eine Linie nach unten. Das liegt daran, weil ich hier die Floating-Aktualisierung eingeschaltet habe, das heißt also die fließende Aktualisierung. Und das heißt, da wird der aktuelle Trade immer direkt schon mitberechnet, ja. Und der ist halt momentan, ist der halt ein Minus hier mit 24 Euro. Und beziehungsweise ich stelle es mal nochmal eben um auf Punkte, Quatsch, auf Werte. Da sieht man es ein bisschen besser. Ja, das sind so die Effekte dann, ne, hier von der Videoaufzeichnung. Der liegt hier alles lahm. Ist natürlich nicht so schön. So, den machen wir auch mal weg, den brauchen wir hier nicht. Das wollte ich sagen. Also, das ist jetzt hier so ein bisschen Minus, ja, und deswegen sieht man auch hier, beziehungsweise man sieht es wahrscheinlich jetzt in der Übertragung nicht, aber hier unten steht der gleiche Betrag wie jetzt hier oben. Und das ist auch immer der Trade, ja. Das sind nie Einzelpositionen. Also nicht, wenn ich im Stereo-Future-Modus unterwegs bin, sondern es wird immer der Trade gerechnet und auch nur der wird statistisch erfasst mit allem, was da halt eben dazwischen passiert ist und was auch immer da rauskommt. Würde die Position jetzt ins Plus laufen, dann wird man auch direkt sehen, dass sich das Ganze hier dann nach oben biegt. Ja, also es hat jetzt, weil einfach nur gar kein Eintrag drin ist. Ja, also hier habe ich angefangen und das jetzt halt einfach nur der aktuelle Stand der Dinge. Und deswegen ist jetzt nur ein Strich. Ansonsten, Trade, ich gehe mal von oben nach unten durch, Trade, ja, von der ersten Teilposition bis ich flat bin, wird halt hier mitgerechnet, das alles ist ein Trade. Last Trade ist klar, ne? Also der letzte Trade, was da rausgekommen ist, da steht momentan NA, not available, also nicht verfügbar. Und Period ist das Ergebnis von dem, was ich hier ausgewählt habe, ja? Also von, wenn hier Session steht und dann ist das das Ergebnis von der Session. Wenn hier Intraday steht und dann ist das Ergebnis entsprechend vom heutigen Tage. Ist jetzt natürlich wieder beides gleich. Und hier kommen die realisierten Werte. Ja, das heißt also, sobald ich halt eine Position aufgelöst habe, dann werden diese Werte gebildet. Dann habe ich hier Result, das heißt also realisierter Gewinn oder Verlust, der steht hier. Gain und Drawdown, entsprechend einfach nur der Zuwachs und also das Ergebnis dann in Prozent. Und der Drawdown entsprechend auch in Prozent, also der maximale Rückgang, den ich halt hier während der Session oder halt während dem Zeitraum hatte. Rate PF, Rate einfach die Trefferquote, wird hier auch in Prozent angezeigt. Und PF ist der Profit Factor. Ja, also wer den Begriff nicht kennt, es sagt nichts anderes aus, als wenn hier zum Beispiel würde da ein Profit Factor von 2 stehen, heißt das nichts anderes, als dass ich für jeden Euro, den ich riskiert habe, habe ich letzten Endes 2 Euro zurückbekommen. Ja, das ist der Profit Factor. C-Wins, C-Loss, ist ganz wichtiger Wert. Das ist die consecutive wins and consecutive losses, heißt also aufeinanderfolgende Gewinner und aufeinanderfolgende Verlierer. Ja, da habe ich halt hier die Serie einfach im Blick. Und das ist ja, wir hatten ja mal das Thema Statistik ja mal generell gehabt. Das war damals beim History Trading, da bin ich ja so ein bisschen drauf eingegangen, weil letzten Endes, wenn ich eine Strategie habe, die halt bis zu als Beispiel 10 Verlierer auch in Folge aushält, ja, und dann sind es natürlich Werte, die muss man berücksichtigen, einfach in der Risikoberechnung. Weil wenn ich dann natürlich 10% Risiko habe pro Trade, nur mal als Beispiel, habe aber eine Verlustserie von maximal 10, ja, dann muss ich damit rechnen, dass mein Konto relativ schnell halt platt ist. Ja. Und eben, um das im Auge zu behalten, wie halt die Serie aktuell aussieht, wie viele Gewinner, wie viele Verlierer habe ich in einer Reihe, das sind die Werte, die hier angezeigt werden.
Und hier kommen einfach auch nochmal die realisierten Teilpositionen, beziehungsweise die realisierten Trades entsprechend hier für die Long-Positionen und für die Short-Positionen einfach nur nochmal getrennt. Das steht aber auch, wie man sieht, steht auch immer dran. Ja? Also auch auf Deutsch, wenn man das auf Deutsch umstellt, immer einfach mal die Maus stehen lassen, da kriegt man eigentlich immer ganz viel erklärt, egal wo man die Maus hinstellt. Und hier unten einfach die Anzahl an Trades, hier die Anzahl an Positionen, weil ein Trade kann ja aus mehreren Positionen bestanden haben, wie zum Beispiel jetzt hier habe ich vier Teilpositionen. Und das heißt, sobald ich jetzt hier auf den Knopf drücke, ich will auch mal gucken, wie noch ein bisschen hochläuft hier. Und sobald ich auf den Knopf drücke, würde dann halt hier Position 4 stehen und Volumen. Ich bin hier mit, ne, 8 habe ich sogar drin. Ich bin hier mit 8 Kontrakten unterwegs. Das heißt, das ist mein Volumen, ja. Und das wird einfach nur aufaddiert. Und so sehe ich dann halt einfach auch immer, was habe ich heute zum Beispiel insgesamt für ein Volumen gehandelt. Und Slippage MIT, das kennen wir ja, glaube ich, mittlerweile. Slippage ist einfach nur die getrackte Slippage. Also die Abweichung von dem, was ich halt an Kursen haben wollte bei der Eröffnung und der Schließung. Und da wird halt die Abweichung wird halt hier mitgetrackt. Und bei MIT, das ist der Zugewinn durch die Limit Pullback Order. Oder halt auch Verlust, wenn halt irgendwie der Markt halt still war und es jedes Mal nur einen Punkt gekostet hat. Dann sieht man hier entsprechend das Ergebnis. Ja. War das soweit okay oder gibt es da noch Fragen dazu? Weil mehr ist es ja gar nicht. Man sollte sich generell natürlich mit den statistischen Werten vom Trading mal auseinandersetzen, damit man da halt auch was mit anfangen kann. Aber das sind letzten Endes so die wichtigsten Werte, die man beim Handeln braucht, weil da kann ich einfach abstimmen mit erprobten Werten, passt das zusammen oder passt das nicht zusammen. Und mehr braucht man normalerweise eigentlich nicht wirklich. Also man kann es natürlich, es gibt noch tausend andere Begriffe, die man halt hier irgendwo noch reinbauen könnte, aber das ist halt nicht unbedingt notwendig und kann man ja auch noch zusätzlich anderweitig ermitteln. Okay, gut, der will aber hier nicht hochlaufen, das finde ich sehr schade gerade, aber okay. Sonst, aber ich führe es jetzt trotzdem mal vor, sobald ich jetzt hier nämlich auf den Knopf drücke, ja. So, und dann sehe ich hier, dann hat sich hier unten auch entsprechend was geändert, weil jetzt ist das realisiert. Jetzt habe ich halt hier ein Ergebnis von irgendwie minus 30 Euro und minus 5%. Das haut allerdings nicht hin, fällt mir gerade auf. Und Torlauf von 5% haut auch nicht hin. Also da ist, das muss ich mir notieren, das stimmt nicht. Ja, also weil wenn ich hier 12.000 irgendwie halt an Equity habe und dann 30 Euro, das passt nicht. Gut, muss ich mir angucken, das sind eigentlich eher 0,05%, ne? So würde ich das mal irgendwie tippen auf Anhieb. Und oder 0,5%. Passt auch nicht, ne? Ja, ich muss mir das angucken, irgendwas, das stimmt auf jeden Fall, irgendwie der Wert hat hier nicht. Aber es ist ja nicht weiter tragisch. Oh, was ist denn da los? Beide Dips. Dow Jones, sehr schön. So, mal gucken, da können wir jetzt mal irgendwie hier, kann man gucken, wie sich das dann eben auswirkt, wenn man jetzt eine Position aufmacht und mal gerade mal hier einen Vorführeffekt. Ja, also wenn jetzt hier zum Beispiel wenn die in den Gewinn läuft, sieht man, dann biegt sich die Kurve hier entsprechend direkt nach oben. Ja, weil es jetzt ja der zweite Trade, weil hier entsteht ja dann halt jetzt auch dann entsprechend so langsam mal eine Kurve. Und das wird halt hier einfach, das geht halt immer in Echtzeit entsprechend alles mit. Mal gucken, vielleicht biegt es hier noch ein bisschen mehr. So, jetzt ist da unten einfach nur eine Gerade. Und natürlich, wenn es runter geht, klar, geht es auch hier weiter runter. Mal gucken, wie das ausgeht hier. So. Und zack. Ja, jetzt habe ich hier zwei Trades drin. Und entsprechend hier jetzt gesamt positiv. Und das war jetzt hier einfach der erste. Und das dann jetzt halt der zweite. So, konnte man das ja wenigstens mal vorführen. Das ist schon mal ganz nett. Okay, eine Sekunde mal eben. Bin sofort wieder
Startklar. So. Na. Ich habe mir hier irgendwie was bisschen verklickt auf meinem anderen Bildschirm. So, okay. Was war denn die nächste Frage? Wie kann ich in einem Trade, ich sehe hier immer nur die Hälfte von der Frage, mit einem Befehl gedreht werden? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also die Frage war halt, wie kann ich meine Position drehen? Also wie gesagt, generell gibt es da mehrere Möglichkeiten. Also mal angenommen, ich wäre hier Short. Ja, so, nehmen wir zum Beispiel eine Positionsgröße von 5. Ich würde im Daumen grundsätzlich gar nicht Short gehen, aber ist ja egal. Ich mache das jetzt mal eben. Ich mache den Stop-Loss auch mal kurz aus, oder läuft sogar kurz runter. So, und wenn ich jetzt halt sage, ich will die Position drehen, ich will nicht mehr Short, sondern will Long, ja. Und die einfachste Möglichkeit ist halt hier, oder es, die eine Möglichkeit wäre, ich bin mit 5 Long, 5 Short und wäre gern mit 5 Long. So, jetzt könnte ich hier einfach 10 auswählen und klicke auf Kaufen. So, dann bin ich mit 5 Kontrakten dann entsprechend jetzt Long unterwegs. So, wenn ich aber jetzt nicht rechnen will, sondern sage, ich will nur drehen und hier oben steht meine 5 permanent eingestellt, kann ich das auch anders machen. Ich bin jetzt Long und sage, ich will mit 5 Kontrakten Short. Dann halte ich die Control- bzw. STRG-Taste gedrückt und gehe dann auf Verkaufen. Dann passiert genau das Gleiche, ja. Das heißt, wenn ich das mit STRG bzw. Control mache, führt das dazu, dass eine Long-Position aufgelöst wird und entsprechende Short in dieser eingestellten Size eröffnet wird. Ja, jetzt bin ich wieder Short. So, und der Unterschied zum Drehen ist halt einfach nur der, dass ich hier nicht auf die Positionsgröße festgelegt bin. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich bin hier Short, ich will ja eigentlich gar nicht Short, ich will ja Long, will das Ding drehen. Und mach, hier ist ja bei zum Beispiel 5 drin, ja, und ich will aber mit 7 long. Und dann ist das, dann muss ich da auch nicht rechnen. Und sondern wähle hier oben meine 7 aus, macht das Ganze mit STRG bzw. Control und dann jetzt hier auf der Kaufenseite. Und dann sieht man, bin ich jetzt auch entsprechend mit 7 sofort long. Das heißt, da wird zuerst, wird die andere wird immer aufgelöst und was auch immer hier oben eingestellt ist, mit der Kontraktgröße bin ich dann anschließend long unterwegs. Ja, also mit STRG, ganz einfach hier oben über das Panel. Das ist die eine Möglichkeit. Es gibt aber auch noch eine andere, wenn man sagt, nee, ich will das nicht. Also es wird wahrscheinlich aber auch ohnehin jetzt in der nächsten Version so ein Knopf dazukommen, bei der irgendwie schon öfters angefragt wurde und das scheinbar doch nicht so gut irgendwie angenommen wird, oben mit der STRG-Funktion. Der Skype-Agent kann es zum Beispiel auch, also hier unter Tools, Indikatoren, Stereotrader, Tools. Und hier kann man ja auch genauso gut, ich kann halt hier zum Beispiel reverse, ja, und würde aber heißen, er macht es dann entsprechend mit der, stimmt das, mit der nächsten Kerze, würde er entsprechend die Position dann halt drehen, ja, würde halt damit zum Beispiel dann halt auch gehen. Nur mal als Beispiel. Aber wie gesagt, das Einfachste und Direkte ist halt eben entsprechend hier oben über das Panel. So, was haben wir noch? Habt ihr Ton? Habt ihr Ton? Haben wir Ton? Ja, ne? Alles gut, ja. Nochmal ein kurzer Hinweis eben jetzt zu dieser Umkehrfunktion. Hat auch ein Teilnehmer jetzt auch reingeschrieben. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich eine Limit Order mit dem Reverse-Attribut. Genau. Das wäre dann richtig. Tatsächlich vergessen. Danke für den Hinweis. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will ab hier short sein, ja, wenn ich hier nochmal hochläuft, kann ich hier auch einfach eine Order hinsetzen, egal welche Größe, und wähle hier Reverse aus. Passiert genau das Gleiche. Läuft hier oben hin, Long wird geschlossen und Short wird eröffnet. Ja, also das wäre dann halt die vierte oder fünfte Möglichkeit dann entsprechend. Ich kann das mal halt hier ein bisschen provozieren, damit man das auch sieht. So, ich sehe hier eine Limit Pullback, wie man sieht. Die läuft jetzt erstmal mit hoch. Und sobald ich hier nochmal eine Zuckung habe und wie gesagt, hier ist das Reverse-Attribut ausgewählt, zack. So, Long aufgelöst, Short drin.
ist eigentlich ein schöner Trade hier, ne? Es läuft hier am Schnürchen. In die richtige Richtung hier alles. Okay. So, jetzt sieht die Kurve schon schöner aus. Damit kann man schon leben. Okay, könntest du noch mal den Trailing Stop Priax erklären? Kann ich machen. Werde ich nur nicht zeigen können, weil es einfach dafür natürlich jetzt hier viel zu wenig Wohler natürlich da ist. Also es gibt einen Trailing Stop, der heißt Priax. Und ich muss mal kurz einen Schluck trinken, dann bin ich schon Frosch im Hals. Ich mache mal kurz hier, mache mal nochmal Long auf. Und gucken, wie ich den überhaupt so demonstriert kriege, ohne weiteres. Also, ich will jetzt nicht auf die ganzen anderen Trading Stops eingehen, sondern nur wirklich auf den Priax. Das wäre der Kollege hier. Der Priax, was macht er? Und zwar generell muss ich ja erstmal sagen, wo fange ich überhaupt nach der Logik an zu trailen? So, hier würde Sinn machen. Ich erkläre auch schon mal gleich, warum. Ich bin jetzt hier gerade im 5-Minuten-Chart unterwegs. Das heißt, dazu muss man so ein bisschen sich mit der Thematik Außenstäbe, Innenstäbe auskennen und auseinandersetzen. Und das hier ist ein Außenstab, beziehungsweise ja, eigentlich auch nicht wirklich, weil er hat nicht unter der geschlossen. So, lassen wir jetzt aber mal so dahingestellt. Der fängt ja ohnehin an zu rechnen mit der letzten Kerze. So, und würde bedeuten, damit der hier den Stop nachzieht, ja, so jetzt erstmal, damit er anläuft, mal angenommen, die 5 Minuten Kerze schließt hier. Ja, dann habe ich auf jeden Fall einen neuen Außenstab, weil der Schlusskurs über dem High von der letzten Kerze liegt. So. Und damit ist der Außenstab eigentlich schon definiert. Wenn die jetzt aber hier irgendwo drin schließt, innerhalb von dieser Kerze, dann ist es kein Außenstab. Und nach dieser Logik geht der Priax dann vor. Und das heißt, ich kann den auch hier ganz eng setzen mit Distanz von einem Punkt. Das heißt, wenn der jetzt hier einen neuen Außenstab erkennt, dann weiß der alles klar, ich habe hier einen neuen Außenstab und ich soll unter dem Außenstab mit einem Punkt Abstand trailen. Das heißt, der Stop-Loss würde an der Stelle dann halt genau hier hinspringen. Ja, beziehungsweise da und dann halt minus einen Punkt drunter. So, da würde der dann hingehen. Und das heißt aber auch entsprechend aus, auch wenn jetzt zum Beispiel jetzt hier die neue Kerze kommt, mal angenommen, die schließt jetzt hier. Nur mal als Beispiel. Ich weiß ja nicht, ob es macht, ja. Aber, und dann kommt eine Kerze, die rennt bis da oben hin, kommt aber dann wieder zurück und schließt wieder hier. Dann würde der Stop nicht nachgezogen, ja. Die hätte zwar dann halt ein höheres Tief oder eine höhere Eröffnung und auch ein höheres Hoch, aber der Stop würde nicht nachgezogen, weil eben halt die Bedingung, dass es ein Außenstab sein muss, nicht erfüllt ist. Und am besten guckt man sich das sowieso halt mal im History Trading an und dann kriegt man so ein bisschen besseres Gefühl dafür. Ich kann es aber auch mal gucken, ob ich das hier erläutert kriege, wenn ich jetzt einfach mal, weil da kommt das Ding hierher, gucken, ob der hier was machen will jetzt heute. Der ist das so Dauerbaustelle. Und das Add-on, ich mache den Skype Engine mal raus, den brauche ich ja hier nicht. So, gucken wir hier, was dargestellt kriegen. Natürlich wieder nicht. Mit dem habe ich hier immer den Vorführeffekt, aber irgendwie nur auf dem Computer, komischerweise. Mal gucken, wir hier was zeigen will. Ja, doch, hier geht's. So, und ist aber short. So, hier sieht man das so ein bisschen. Ja, das ist ein Außenstab. Und der Priax, der erkennt die, beziehungsweise der hat noch ein bisschen andere Logik. Aber nur mal vom Grundverständnis her, das hier wäre ein Außenstab. Und mal angenommen, ich wäre jetzt hier short. Mal zu, das irritiert ja sonst. So, mal angenommen, ich bin jetzt hier short und der Priax Trail wäre aktiviert, dann würde der Trailing Stop jetzt da oben sitzen. Ja, weil das ist mein Außenstab, das ist mein Abstand, da kommt er hin. Und sobald jetzt der nächste kommt, wird er immer halt immer über dem imaginären Kasten sozusagen halt den Trailing Stop hinterherziehen. Und ich glaube, das haben ja auch einige in der Gruppe ja auch gemacht, die davon hellauf begeistert sind, weil es gibt wirklich Werte, da läuft der extrem gut. Also gerade zum Beispiel beim Euro-US-Dollar haben wir das gehabt, der wäre von Freitag, nee, von Donnerstag bis heute Morgen wäre der durchgelaufen auf einer Stunde als Beispiel. Und der mit einem Abstand von null, also der wäre kein einziges Mal gerissen worden. Und im DAX, glaube ich, kann man damit nicht so viel anfangen, das ist sowieso das Thema für sich.
Aber halt in Gold beobachte ich, dass das sehr sauber eigentlich läuft. Dort aber in 4 Stunden und beim Euro auf einer Stunde, das ist halt wirklich extrem gut. Also deswegen ist es natürlich auch drin, ja, weil ich das einfach beobachtet habe, dass das teilweise schon sehr, sehr sauber dort läuft. So, jetzt sieht man auch hier übrigens mal die Trefferquote. Ja, das habe ich jetzt hier von den Trades, die ich gemacht habe, Trefferquote 80% hier gerade und Profit Factor 3,31. Ja, das ist jetzt nur mal zum Beispiel. Jetzt sieht man die Werte hier auch mal so ein bisschen, was es damit auf sich hat. Okay, können wir mal den BTC einstellen, den Bitcoin, wie man den handelt? Boah, ich ganz ehrlich, ich habe den hier noch nie gehandelt. Ich handle überhaupt kein Bitcoin. Ich habe damit null am Hut. Das ist sowieso der falsche hier, ne? Ich brauche den USD. Aber können wir trotzdem gerne mal machen. Ich füge den mal hier hinzu. Also dann ist es doch, eigentlich ist er doch Es da. Jetzt muss ich ist mal sehen. aktuell aber nicht handelbar. Ne? Höchstwahrscheinlich haben wir jetzt schon zwar öfters gesagt, aber morgen. Okay, den BTC Euro, kann ich den handeln oder? Nein. Aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn, ne? Aber ich glaube, der Teilnehmer meint eher die Einstellung, die wir auch schon in einem anderen Webinar gemacht haben, bezüglich des Spreads, weil der ja Ja. höher ist als die 8 Punkte, die voreingestellt sind. Wie man das Vielleicht können wir gucken. entsprechend Vielleicht geht es ja einstellen kann. schnell. Dann haben wir's. Vielleicht haben wir das ja ruckzuck erklärt. Ja, also genau. So, einfach hier auf Logo klicken und dann bei Symbol. Also hier sieht man Spread 400 Punkten. Ja, also eigentlich hat er das gut erkannt. Ja, also mit, also der Steo Trader hier den Wert überhaupt, weil 400 Punkte Spread ist jetzt nicht außergewöhnlich bei Kryptos. Und letzten Endes stellt man dann einfach nur hier bei Trading den maximalen Spread ein. Ja, also jetzt hier zum Beispiel 500. So, weil 400 steht hier und schon ist das Ding halt dann auch nicht mehr rot. Und ich kann dann hier auch theoretisch, ja, wenn es 10 Punkten Stop-Loss klappt, das natürlich nicht. So, kann es dann auch handeln. Ja, ist vielleicht nicht so mit, wie viel ist es eigentlich? 40 Punkte, der Spread? Der neue Spread wird jetzt sich oder der neue CFD wird sich an den Future orientieren jetzt. Da sind die Spots Ja. natürlich auch etwas weiter. Also wir werden uns bewegen zwischen 80 und 120 Dollar. Ja, das heißt aber, der hier ist eigentlich 40, ne, und nicht 400. Da müsste Ja. man, ja, okay. Da müsste man das anders machen. Dann geht man hier auf Symbol. Ich kann die aber auch mal einfügen in die Datenbank. Das liegt ja nur daran, weil die nicht in der Datenbank drin sind. Sonst wird das ja auch funktionieren. Also hier auf Symbol. Und da steht momentan Point gleich Price durch 10. Das heißt, da wird ja festgelegt, was ist eigentlich ein Punkt. Ja, und weil der MetaTrader geht da völlig anders mit um, mit dem, was angeblich Punkte sind. Und da sind irgendwie 100 Punkte im DAX, sind eigentlich ein Punkt. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Und deswegen gibt es halt hier die einheitliche Definition von Punkten. Und hier wäre letzten Endes Point gleich Price, müsste richtig sein. Genau. So, und schon steht hier eine 40, ja. Weil er versucht es halt automatisch zu erkennen, was macht da Sinn. Und das heißt also hier bei Kryptos wahrscheinlich dann ganz allgemein oder zumindest mal beim Bitcoin ist es dann auf jeden Fall so. Und dass man hier bei Symbol entsprechend Point gleich Price muss da stehen. Und dann natürlich trotzdem hier bei Trading steht jetzt 500, brauche ich jetzt natürlich nicht mehr. Hier reichen jetzt auch 100. Und also 100 Punkte maximaler Spread, 40 Punkte Spread habe ich. Und so kriegt natürlich auch die Einstellung hier vom Stop-Loss ganz andere Werte hier. Ja, jetzt habe ich halt hier irgendwie so 200 Punkte Stop. Das ist bei Kryptos ja extrem eng. Das ist schon Scalping. Krypto-Scalping. So, hier mal weg, sieht man es ein bisschen besser. Okay. Ja, gut. Wird es ein Update beim Update zum Problem der Sportstrategie geben? Ich wüsste nicht, warum sollte es da ein Problem geben im Tageswechsel? Weil eigentlich, also die Frage vielleicht mal ein bisschen genauer, ich kann die gerade irgendwie nicht so zuordnen.
Wird bei Slippage je die Richtung des Trades Long Short berücksichtigt? Nee, die wird einfach nur addiert. Also es ist ja auch egal, ja. Also wo dann halt Slippage zustande kommt und es geht ja nur darum, dann, damit man halt Gefühl dafür bekommt, irgendwie macht das Sinn oder nicht. Bisschen Slippage ist normal. Also gerade im DAX dort sowieso, ja, hatte ich letztens halt auch jemand, die Nina war das, glaube ich, und gemeint hat irgendwie, ja, irgendwie hier Broker wechseln, ich habe jedes Mal Slippage. Und da habe ich halt mal einen Auszug aus dem Orderbuch gezeigt und da hat man ganz klar gesehen, wie viele Löcher da drin waren, ja. Also wo einfach dann mal halt irgendwie an zum Beispiel 2 Ticks weit dann überhaupt gar keine Orders dann halt waren. So, wenn sich durch sowas natürlich der Markt bewegt, da kommt natürlich an den Stellen, ja, wo keine Orders sind, kommt auch kein Kurs zustande. Das heißt, der wird dann einfach übersprungen. Und wenn man da natürlich halt ein Breakout handelt, als Beispiel mit Stop-Buy oder Stop-Sell-Orders, dann habe ich natürlich einen schlechteren Fill, ja. Da kann aber der Broker nichts dafür. Sondern das liegt dann halt einfach daran, weil speziell der DAX, der ist halt einfach, das ist ein totes Viech, ja. Also das ist halt ein toter Index, der halt einfach extrem wenig Volumen hat und dann liegt da halt einfach nichts. Und aber eben, um das so ein bisschen im Blick zu behalten, dafür ist halt entsprechend hier Slippage MIT halt da. Das heißt, dann sieht man immer, okay, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Ja. Und wenn da halt immer rot steht, dann habe ich entweder den falschen Wert oder halt auch den falschen Broker oder im schlimmsten Falle halt beides. Ja. Und bisschen rot ist okay, manchmal ist halt auch grün, es sollte nur nicht immer tiefrot sein, dann ist irgendwie, dann sollte man mal nachhaken, beziehungsweise mal gucken, was man da halt eben auch handelt. Und bei Aktien ist es mit Sicherheit noch viel extremer als jetzt bei einem Index, also gerade speziell bei deutschen Aktien, da hat man natürlich teilweise wirklich horrende Löcher drin. Und da hat man natürlich Slippage, ganz klar. Okay. Kann man eine App für den Stereo Trader? Ja. So. Was haben wir noch? Gibt es einen Link zum neuen Live-Chat-Add-on? Nee. Noch nicht. Da hatte ich auch gesagt, dass momentan ohnehin nur der Prototyp, der da jetzt halt fertig wird, der muss noch ein bisschen ausgedünnt werden vom Traffic, sonst funkt er nämlich den ganzen Tag. Und da muss noch ein bisschen was nachgearbeitet werden, aber sobald das halt steht, geht der Prototyp, das hatte ich versprochen, ja auch raus, bevor er dann letzten Endes dann halt offiziell dann entsprechend dann auch kommt. Ich kann aber hier das mal kurz zeigen, wie das Ding aussieht. Hier mal kurz zu. Und ich weiß, sind ja nicht alle hier aus der Gruppe, aber vielleicht mal eine kurze Erklärung. Es wird ein neues Add-on kommen, womit man dann letzten Endes Setups, beziehungsweise halt womit man als Signalgeber, Analyst und so weiter, oder wie ich das ja halt auch mache in der Facebook-Gruppe, wo ich jeden Morgen meine Setups halt zeige, hat man die Möglichkeit, mit dem Add-on diesen Setups quasi in Echtzeit zu folgen. Und wo haben wir denn hier den, nehmen wir jetzt mal halt hier den DAX. Das heißt, man öffnet einfach den DAX, so wird es dann nachher sein, oder Gold oder Euro oder den DAU, also die Sachen, die ich jetzt halt zum Beispiel handle. Und dann sieht man, wo ist es denn? Halt hier das Add-on drauf. Das heißt jetzt hier in meinem Fall ein Traders Club Live. Aber das ganze Ding heißt Live-Chart Add-on. So, hier mal groß. Skalierung mal aus. Und dann sieht man, es hat jetzt hier sofort geladen. Das war das, was ich heute Morgen halt online gestellt habe für den DAX. Und das heißt, man hat hier dann immer akkurat genau die Linien drin, die ich halt auch hatte. Zum Beispiel hier die 1,86 waren jetzt heute relevant. Gut, heute ist jetzt überhaupt nichts passiert, ja, großartig. Und eben auch die 284, die hatte ich heute Morgen drin. Waren wir da heute Morgen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, das war vor der Eröffnung. Ja, okay. Gut. Hat dann zumindest Overnight super funktioniert. Also das waren halt so die zwei und hier die 240. Und das heißt, sobald ich diese Zeichnung bei mir oder halt der jeweilige Analyst oder Händler dann halt bei sich halt was zeichnet und das freigibt, erscheint es sofort in Echtzeit dann auch auf eurem Chart. Und das werden wir auf jeden Fall dann auch mal in Webinaren einsetzen. Also wir müssen jetzt hier als Beispiel das nächste NFP Live Trading Webinar machen. Bis dorthin wird es ja dann auch verfügbar sein, also zumindest mal halt der Prototyp. Und dann können wir das ja mal machen und dass ich dann beim Webinar eben entsprechend halt dann auch mal live ein paar Linien und so weiter ermittle
Und dann könnt ihr quasi nicht nur auf dem Bildschirm dann sehen, was da halt passiert, sondern in eurem Chart. Der wird dann plötzlich wie von Geisterhand wird dann da gemalt, beziehungsweise der aktualisiert sich dann halt sofort. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so doof, auch gerade speziell bei den NFPs, weil dort haben wir es ja immer gehabt, dass nämlich dann nachher alles dann irgendwie erfüllt wurde, was dann in den NFPs dann irgendwie besprochen war, beziehungsweise die Bereiche dann halt auch manchmal auch irgendwie einen Tag später oder so dann plötzlich halt punktgenau angelaufen wurden und so weiter. Und dafür ist es zum Beispiel halt auch sehr hilfreich. Ja. Man kann also nicht nur erklären, sondern sieht es dann entsprechend und kann es dann auch verfolgen. Und genauso kann ich halt auch hier zum Beispiel dann auch zurückspulen. Ich kann jetzt hier einfach in gestern reinspringen. Ja, das waren jetzt die von gestern. So, und so geht es halt immer weiter zurück und kann dann einfach mal gucken, hat das gepasst, was da halt irgendwie eingezeichnet war oder nicht. Und kann dann natürlich auch so ein bisschen überprüfen, so wie viel Sinn das macht, ja, also solchen Sachen dann halt zu folgen. Ja. Das nur kurz zur Erklärung, was da kommt. Also wie gesagt, Add-on, live verfolgen, was der andere, der entsprechend die Lizenz hat natürlich, um das halt auch freizugeben, was der da halt zeichnet. Ich hoffe, dass da halt sich auch ganz viele Trader und Analysten und so weiter da auch anschließen und dass das eine schöne Sache werden wird, hoffe ich. So, wenn Ordervolumen prozentuales Risiko berechnet wird, muss dies nach einem Tageswechsel, neue Tageswechsel. Ach so, das war die Geschichte, ja. Mit dem Sport-Add-on, ne? Genau. Da würde ich lieber in der E-Mail mal drauf eingehen. Da schreibt mir irgendwie nochmal gerne, dass wir das mal irgendwie auseinandernehmen. Ich glaube, das macht hier jetzt gerade wenig Sinn, weil ja auch nicht jeder das Add-on halt hat. Ja. Also grundsätzlich, die Sportstrategie funktioniert ja. Und da gibt es ja auch aktuell keine Probleme. Es ist halt nur mit der Risikoberechnung, wenn man die automatisiert, da gibt es wohl irgendwie eine Verzögerung. Das ist alles. So, welche Systemvoraussetzungen empfiehlst du für die optimale Ausführung der MIT-Functions? Fragt die Nina. MIT bei Stop Orders, ja, genau, du warst das auch mit der Slippage. Ja, bei Stop Orders. Eigentlich ist es kein Problem. Ich meine, klar, wenn du natürlich da halt einen Squeeze hast, ja, dann hast du halt immer, das hat mit der Systemvoraussetzung eigentlich weniger zu tun, also jetzt, ob dein Computer irgendwie arg schnell oder langsam ist, sondern es hängt eigentlich eher hauptsächlich damit zusammen, wie die Internetanbindung ist, wie schnell die Order durchgeht, wie viel Traffic gerade überhaupt ist. Und also zum Beispiel bei News, wo zum Beispiel halt entsprechend hier die ganzen Kurse wirklich nur noch flimmern, ja. Da ist eine MIT-Order als Stop-Order natürlich im Nachteil. Und generell, ich sag mal, wenn man jetzt nicht allzu viel Drehungen und so weiter macht, beziehungsweise Drehungen schon, aber wenn man halt jetzt nicht allzu viele Teilschließungen und so weiter macht, dann würde ich schon sagen, ist es wahrscheinlich auch bei Breakout und so weiter der bessere Weg, wenn man hier die MIT-Funktionalität für die Stops ausschaltet. Wahrscheinlich, ja. Und es ist halt nur das Problem immer, wenn man das ausschaltet, hat man nicht mehr den ganzen Funktionsumfang. Also ich habe es tatsächlich immer eingeschaltet und habe eigentlich keine Probleme, weil ich meine, umgekehrt ist es ja halt genauso, wenn du zum Beispiel halt, wie soll ich sagen, wenn du eine Stop-Order hast, ja, und die wird angelaufen. Meistens ist ja eine Stop-Order auch an einem Punkt, wo er entschieden wird. So, und selten läuft er ja geradeaus drüber. Und meistens ja so, läuft dann hin und zackert dann rum und geht dann erst rein. Und genauso oft habe ich halt da eine positive Slippage wie eine negative. Nur bei News, wenn man da einen Ausbruch handelt, da macht dann schon mehr Sinn, wenn man dann die MIT-Funktionen abschaltet. Also ich glaube, das kann man schon so sagen, weil da natürlich zu viel Traffic auf der Internetleitung ist, der Kurs sich auch eher geradeaus bewegt, als wie jetzt zum Beispiel wie hier. Das ist ja ein elendes Gezacker irgendwie gerade nur. Und von daher, also hier ist im normalen Markt ist es egal, bei News würde ich dann schon draufsetzen, auf eine normale. Okay. Kann man das Anmeldefenster auch vergrößern? Welches Anmeldefenster? Ich glaube, die So. Einstellung ist gemeint. Die hier. Das Anmeldefenster vergrößern? Nee, warum?
ist doch alles da. Oder Ja, verstehst du gerade die nicht so? Begründung kam danach, weil der Teilnehmer mit Notebook arbeitet Ach und das so. wohl sehr klein dann dargestellt wird. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Windows 10-Ding, ne? Mit irgendwie hier, weiß ich nicht, UHD-Display und Kram. Man kann ja generell, kann man hier bei Layout, kann man ja auch die Display Size einstellen. Da würde ich dann mal eher irgendwie hier auf Huge oder sowas gehen oder UHD-Display irgendwas in der Richtung mal ausprobieren. Ja, dann ist ja alles größer. Da würde ich dann eher mal mit rumspielen, weil das hier ist ja eingestellt auf normale Bildschirmauflösung und passt ja halt auch meistens. Also hier die normale Einstellung oder mal generell hat man ja hier schon diverse Möglichkeiten, womit man das anpassen kann. Okay. Nee, der Wilfried fragt hier nochmal nach der Slippage wegen Vorzeichen. Nein, es wird einfach nur addiert. Der BTC geht aber immer. Nee, gut, okay. Das ist aber hier, hängt ja was anderem zusammen. So. Dann ist noch eine Frage, Okay. ob der PrivX-Indikator integriert ist in der aktuellen Installation. Nee, der ist noch viel zu buggy. Also der ist halt echt, das ist so Dauerbaustelle. Man hat ja gerade gesehen, hat dann in 5 Minuten zum Beispiel nichts angezeigt. Ich komme da momentan einfach nicht dazu. Also ich meine, ein paar Logiken oder eine ist ja halt hier zumindest mal drin, also vom Trailing Stop. Und aber ich habe momentan leider echt viel zu viele andere Sachen auf der Uhr, die da halt fertig werden müssen und muss da solche Geschichten leider hinten anstellen. Kommt irgendwann noch, aber wird schon noch ein bisschen dauern. Dann waren ja noch Das zwei Ganze. Fragen. Also hier haben wir jetzt alle Fragen durch aus dem Chat. Da waren ja noch zwei Fragen, die ich dir geschickt hatte. Genau, das betrifft den MetaTrader 5, ne? Genau, einmal den MetaTrader 5 und das andere war aber Ja. auch allgemein. So, bin hier schon vorbereitet, wie du siehst, hier schon MetaTrader 5 am Start. Sehr gut. Und zwar MetaTrader 5, da ging es um den Filling-Type. Ja, da gibt es jetzt hier. Im Setup gibt es bei Trading gibt es eine Filling Method, die man da auswählen kann. Ist halt einfach so, dass in der letzten Endes grundsätzlich kommt das ja halt von der Börse, die Begriffe. Ja, also das wird ja hier auch zum Beispiel im Falle von Future an die Börse durchgeroutet. Und aber selbst auch bei CFD unterliegt natürlich das Ganze einer gewissen Logik, die dann beim Server vom Broker ausgeführt wird. Und normalerweise muss man hier nichts dran machen. Ja, also das ist so eingestellt, dass es zum Broker passt. Also hier bei ist es zum Beispiel halt jetzt bei FX Flat ist es Fill or Kill. Und einen anderen Broker benutzen wir sowieso nicht, davon mal abgesehen. Aber auch hier war es so, dass es am Anfang war es auf IOC. Ja? Und das ging dann aber irgendwann nicht mehr. Das wurde dann umgestellt auf Fill or Kill. Und sollte einfach da mal irgendwann der Effekt sein, ja. Ich stelle das jetzt halt hier als Beispiel mal, ich stelle das mal falsch ein, ja. Stell das mal auf IOC. Und wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel hier mit IOC long zu gehen, sagt er hier, Request failed, invalid filling type. So, wenn das da steht, ja, invalid filling type, dann muss ich hier ran. Ja, also sollte da mal irgendwie eine Umstellung kommen, sei es jetzt halt hier generell von FX Flat oder sei es halt zum Beispiel, wenn dann irgendwann halt hier mal Futures dazukommen. Oder die Aktien, die ja halt im Gespräch sind. Es kann sein, ja, dass dann halt für einzelne Instrumente andere Filling-Types gelten. Und dann muss man einfach mal hier reingucken und muss es möglicherweise dann anpassen. Also Fill or Kill ist halt einfach nur, um das vielleicht auch mal kurz zu erklären, heißt ja einfach nur, entweder ich kriege alles, was ich bestellt habe, oder ich will gar nichts. Ja, also wenn ich hier 10 Kontrakte long kaufen will, dann entweder ich kriege die 10 oder ich will keine. Immediate or cancel heißt letzten Endes ähnlich, ja, also eine vollständige, also entweder sofortige Ausführung oder nichts, ja, und ansonsten würde die halt wieder gelöscht werden, wenn ich keine sofortige Ausführung hätte. Und ist also sehr, sehr ähnlich. Und das andere war Return heißt, ich bestelle zum Beispiel 10, 5 sind gerade da. Das heißt, ich würde erstmal die 5 bekommen und sobald die anderen 5 dann auch noch irgendwo da sind, würden die auch nochmal gefüllt werden. Ja. Und das muss dann einfach nur passen. Also beziehungsweise
Das ist jetzt halt so ein bisschen ins Blaue gesprochen, aber generell, ja, sind ja an der Börse, sind ja, also beim direkten Börsenhandel sind ja alle drei möglich. Aber jetzt hier zum Beispiel bei CFD oder Forex muss es halt einfach zu dem Server passen, beziehungsweise zu den Einstellungen vom Server, die der Broker vorgibt. Und das ist bei FX Flat hier momentan definitiv überall Fill or Kill. Ja, das hat es damit auf sich. Und wenn das halt hier eingestellt ist, Fill or Kill, und ich mache dann eine Order auf, und dann funktioniert die auch, wie man sieht. Dann kriege ich auch keine Fehlermeldung. Oh, ist das hier wieder zäh, wegen dieser Aufzeichnung. Ich weiß, der zeichnet bei mir das auch auf, und das ist schon lustig. Eigentlich unlustig, weil es natürlich die Performance hier so ein bisschen arg doch bremst. Okay, die Cora. Ich weiß nicht, ob die Frage das ist von einem. Das manuelle Backtesting stoppen und dann an der gleichen Stelle weitermachen kann. Ja, einfach auf Pause drücken. Also hier geht es um das Thema History Trading. Das heißt, wenn ich halt hier den Strategietester, ich mache den mal eben hier an, da hast du ja nachher, wenn das Ding läuft, ja, jetzt mal gucken, ob ich das hier auf Anhieb, nicht, dass es wieder ewig Daten sammelt hier, aber generell. Kann man hier jederzeit auf Pause drücken. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel halt hier einen Trade irgendwo aufhabe, wie gesagt, das dauert halt immer leider ein bisschen, also hier mit der, wenn die Videoaufzeichnung und so weiter an ist. Aber mal angenommen, ich habe hier irgendwas auf, und es geht ein bisschen schneller als vorher, sehe ich gerade. Hoppla. Moment, ich mache mal alles aus hier. So, und dann kann ich halt jederzeit hier auf Pause drücken. So, ich kann dann aber nur hier nichts ändern, weil der Stereo Trader dann quasi tot ist. Ja, sieht man, da bleibt alles stehen. Aber ich kann generell, kann ich halt hier auf Pause drücken. Das geht auf jeden Fall. Und hier bei Verlangsamung kann ich ja ohnehin anderen Wert eintragen. Ja, und kann dann hier auch entsprechend jederzeit das Ganze so machen. Aber wenn ich ganz anhalten will, einfach hier unten drüber. Das geht auf jeden Fall. So, bis ich die Open Range eingezeichnet habe, ist der Ausbruch schon vorbei. Die kann man aber noch, Cora, die Open Range, ich weiß nicht, welche Open Range du da handelst, die kannst du ja aber auch automatisch einstellen lassen. Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Also es gibt ja einmal, ist ja jetzt speziell hier in der neuen Version sowieso automatisch dabei, der SDX. Also wenn ich jetzt hier einfach nur mal vom DAX ausgehe, ich lade den mal halt einfach hier drauf. SDX heißt einfach nur, also DX steht halt für DAX, DX30. Und ich kann ja hier die Open Range, kann ich ja hier definieren. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, meine Open Range ist irgendwie von 8 bis 9 Uhr, jetzt nur mal als Beispiel, und schalte alles andere mal aus. Und dann kann ich ja halt hier, sieht man ja, ne, das wird ja sofort angezeigt. So. Und da habe ich ja auch meine Open Range. Und das heißt, ich muss es nicht manuell einstellen. Das kann ich natürlich mit jeder beliebigen Uhrzeit machen. Wenn ich jetzt sage, jetzt ich bin irgendwie ab bis 9:30 Uhr, geht auch das. Ja? Also wenn es halt irgendwie so eine Open Range ist, ganz einfach automatisch machen. Ja? Also das wäre jetzt halt die einfachste Methode. Und ich kann es natürlich theoretisch auch auf andere Werte draufziehen, aber es gibt noch ein spezielles hier für den Dow Jones und SFX entsprechend halt für Währungen. Das liegt einfach nur daran, dass dort nochmal Handelszeiten eingezeichnet werden von den unterschiedlichen Währungsbörsen. Ja, also Tokio, Sydney und so weiter und so fort. Und so ist ja nochmal die Eröffnungskurse von den jeweiligen internationalen Börsen dann halt entsprechend sehe, beziehungsweise Handelsplätzen. Und deswegen ist das SFX getrennt. Und weil hier kann ich ja zum Beispiel auch sagen, ich hätte gerne meine Zonen, ja. Und das heißt, sieht man jetzt hier nicht, weil es ist nur die Öffnung, die halt hell hinterlegt ist, oder halt die Kurse. Da sieht man dann aber halt auch dann hier zum Beispiel Kassaeröffnung, Future-Eröffnung und so weiter. Und vor allem sehe ich es halt rückwirkend. Ja, also wenn ich jetzt hier in der, na gut, das fehlt jetzt hier die Historie natürlich, aber weil ich ja halt gerade erst gestartet habe, aber das sowohl im Live als auch hier im History Trading kann ich dann halt auch eben rückwirkend sehe ich dann die ganzen Kurse dann entsprechend auch von der Eröffnung, Schlusskurs und so weiter. Ich glaube, es ist auf 20 Tage ist es begrenzt. Bin mir gerade nicht sicher. Aber wenn man das jetzt hier als Beispiel auf den DAX draufzieht, jetzt hier auf den Live-DAX,
Und geht das ja ganz genauso. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel, ja, sehe ich halt hier rückwirkend die ganzen, entsprechend die ganzen Eröffnung- und Schlusskurse. Ja, das hat hier immer eingezeichnet. Und Open Range genauso sieht man jetzt hier nur nicht, weil es halt ja auf eine Stunde steht. Aber sobald ich ihn jetzt umstelle auf 15 Minuten, so, hier mal alles ausmachen und schalte hier die Open Range ein, dann sehe ich das hier ganz genauso und auch rückwirkend. Ja, sehe ich halt immer nochmal die Ranges auch vom Vortag, beziehungsweise hier von letzter Woche und so weiter. Das nur mal so als Tipp am Rande. Geht also auf jeden Fall ein bisschen netter. Und natürlich die, also beziehungsweise automatisch und klar, man kann genauso gut das Open Range Breakout Add-on kann man genauso gut verwenden, kann es dann sogar automatisiert handeln lassen. Also wenn ich halt die Open Range halt handeln möchte, den Ausbruch aus der Open Range, kann ich hier einfach aus dem Samples-Ordner, das ist jetzt alles in der neuen Version komplett mit installiert von auf Anhieb. Dann habe ich hier zum Beispiel Range Breakout O oder M, das ist einfach nur, das M heißt eröffnete Market Order und O ist halt eine Pending Order. Ja. Das heißt, der setzt direkt die Orders dann halt drumherum und hier würde halt Market gehen. Und die machen das ganz genauso. Ich muss es hier nicht nochmal draufziehen, aber da passiert genau das Gleiche. Das heißt, wird eingezeichnet, nur wird dann eben sogar noch automatisch gehandelt. Ja, also wenn man das machen möchte, kann man selbst das machen. Muss man weder was zeichnen, noch muss man irgendwas selber handeln. Okay, so, Stunde ist um, aber das hört gar nicht auf hier. Ja, Ich ich würde guck mal sagen, irgendwie. bis zu der Frage 19:03 können wir noch machen und dann die eine Frage noch aus der E-Mail, die noch offen ist. Dann haben wir, glaube ich, auch vieles durch. Eine Frage aus der E-Mail. Was war da noch auf? Hilf mir mal Und kurz auf die zwar Sprünge. die in den Einstellungen, wenn man da alles verändert hat und unten links auf als Standard gedrückt hat, ob es eine Ja. Möglichkeit wieder auf ja, so eine Art Werkseinstellung wieder zurückzukommen. Ach so, ja. Also generell, ja, wenn man die Einstellungen, wenn man da irgendwas komplett vercheckt hat, jetzt nur mal als Beispiel und will da halt wirklich komplett auf Reset, neu installieren, bringt da überhaupt nichts, weil nämlich die Einstellungen nicht überschrieben werden. Man kann das aber manuell machen und mal gucken, ob da irgendwann mal eine Funktion dazukommt, aber manuell ist eigentlich gar nicht schwer. Geht hier oben einmal auf Datei und dann hier entsprechend auf Open Data Folder oder Datenordner öffnen, dann eben auf Deutsch. Und dann geht ja hier der Explorer auf und dann habe ich hier oben so diesen langen Pfad. So, und da gehe ich einfach eins zurück, zwei zurück, besser gesagt, Terminal, jetzt muss ich selber überlegen. Ne, so, sondern eins zurück. Das heißt also Meta-Quotes Terminal. Und hier gibt es einen Ordner, der heißt Common. Ja, da rein. Und dort gibt es einen Ordner, der heißt, der da nicht, den gibt es nur bei mir, Files. Und dann STMT4 oder STMT5, je nachdem, also MetaTrader 4 oder 5 der StereoTrader. Und dort drauf. Und dann gibt es hier einen Ordner, der heißt Setups. So, und den einfach komplett löschen. Ja, passiert nichts. Das sind einfach nur die ganzen Einstellungen zu den jeweiligen Instrumenten drin. Einfach nur rauswerfen. Also das heißt, Rechtsklick, löschen und es ist alles wie bei der allerersten Installation. Also macht man nichts kaputt, muss man sich keine Sorgen drum machen. Statistik genau das Gleiche, wenn man die komplett überall loswerden will, einfach den Statistikordner löschen. Passiert nichts. Übrigens, wenn ich hier schon gerade drin bin, nur ganz kurz, wer die strategischen Orders benutzt und da eigene Settings speichern möchte, ja, der findet hier die Strategic Orders XML. Also entweder hier drin, ja, wenn sie da nicht ist, dann entsprechend in dem jeweiligen Benutzerordner. Und die kann man ändern, ja. Das heißt, im einfachen XML-Editor kann man da reingehen. Das heißt, hier gibt es das gleiche nochmal. MQL4, Files. Und da gibt es irgendwo eine Strategic Orders XML. Bei mir jetzt nicht, aber bei der Installation ist das so. Und das heißt, die einfach öffnen und dann dort kann man dann auch die ganzen, kann man sich einfach die Settings kopieren und dann halt eben eigene Einstellungen auch da bearbeiten und speichern. Okay,
Gut, ich fliege noch mal schnell drüber, ob noch irgendwas Wichtiges ist. Aber ich glaube, wir haben sowieso so ziemlich alles. Ja, Wie vielleicht funktioniert das noch. History Trading Genau. MetaTrader? Ah, genau, das ist schon öfters gefragt worden. Funktioniert das History Trading MetaTrader 5? Funktioniert leider nicht. Ist irgendwie von Meta, also der ganze Strategietester MetaTrader 5 ist halt leider eine Katastrophe und kann mit dem von MetaTrader 4 nicht mithalten. Von daher leider nein. Aber ich meine, es ist halt so, ja, und solange es den MetaTrader 4 noch gibt, ist es ja auch nicht schlimm. Dann macht man es halt mit MetaTrader 4, weil Vorteil hat man da nicht wirklich im MetaTrader 5 im History Trading. Ich wäre auch froh, es wäre anders. Mal gucken, ob ich da irgendwann noch eine Lösung finde, wie man das trotzdem hinbekommt, aber zurzeit tatsächlich nicht. Eine Frage zur Facebook-Gruppe StereoTrader. Gibt es Live-Trade-Screenshots? Ja, klar. Also einfach da mal vorbeischneien. Ich mache dort jeden Morgen halt so eine Übersicht über die Märkte und zwischendurch gibt es auch immer wieder Setups und konkrete Trades. Klar, natürlich, das gibt es da jeden Tag und auch nicht nur von mir allein, das machen auch andere teilweise. Und ja. Alright. Gut, ich glaube, das war es aber dann auch irgendwie so. Eine Frage noch, Fällt es dir 19:03. was? 19:03? Also, werden die Einstellungen im Chartfenster oder im StereoTrader geändert? Werden diese schließen? Eigentlich nicht. Also, eigentlich sollte, wenn man das zumacht, alles so sein, wie es vorher ist. Wobei man immer dazu sagen muss, der StereoTrader muss sich die Informationen da teilweise zusammensuchen. Aber normalerweise sollte das eigentlich gehen. Also das heißt, wenn man das komplett zumacht, wieder aufmacht, sollte man eigentlich wieder da sein, wo man vorher war. So, aber wenn die eigentlich im Chartfenster stehen. Also da am besten irgendwie nochmal, ich kriege das auch irgendwie nicht gerade so wirklich. Dann versteht es nicht so wirklich, was damit gemeint ist. Da vielleicht einfach nochmal eine E-Mail dazu schreiben, was es damit auf sich hat. Weil eigentlich sollte es alles da bleiben. Es kann aber, also verschiedene Sachen werden vom StereoTrader gespeichert, also Farben und so weiter. Wenn da nicht vorher richtig alles eingestellt ist, dass man eigene Farben haben möchte, ja, vielleicht zeige ich das mal nur ganz kurz. Ich habe ja grundsätzlich die Möglichkeit, ja. Also jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, hier das Schwarz-Weiß gefällt mir nicht oder auch nichts von den anderen Settings, ich hätte gerne irgendwie Mango-Orange und Apfelgrün, ja, nur mal als Beispiel, dann kann man das machen. Man muss aber den StereoTrader vorbereiten, muss dem sagen, hier bei Layout, ich hätte gerne als Chart-Theme, also beziehungsweise hier als Thema, Farbthema, gar keins, sondern Custom. So, und wenn ich dann hingehe und fange an, hier meine eigenen Farben zu zeichnen, beziehungsweise zu definieren, dann bleiben die auch da. Ja, nur wenn ich das halt vorher nicht einstelle, dann werden einfach beim nächsten Mal wieder das geladen, was da vorher war. Das gleiche gilt halt hier zum Beispiel für Grid, ja. Das ging vorher auch nicht. Das geht ja jetzt alles. Das wird alles, das speichert der StereoTrader. Auch die Farben und so weiter und so fort, ja. Aber nicht, wenn man mit Custom Colors unterwegs ist. Das heißt, beziehungsweise er speichert es schon. Man muss es aber vorher einstellen, ja. Sonst geht es entsprechend verloren. Weil wenn ich jetzt hier, meine Farben, also hier von den Kerzen alles ändere, ja. Und lasst es aber halt hier auf entsprechend, was weiß ich, jetzt hier Black England oder was auch immer stehen. Und dann passiert beim Neustart einfach genau das, dass nämlich halt hier die Farben dann geladen werden, die als Name hinterlegt sind. Das ist hier zum Beispiel dieses Black England, ja, das ist nur mal als Beispiel. Und das heißt, da unbedingt vorher alles richtig einstellen. Gut. Dann haben wir ja. Der Lutz hat den Ort. Das ist der Hammer, das ist doch sehr schön. Das ist so ein guter Hast du vorhin Abschluss. irgendwie MetaTrader 5 gesehen? Sehr gut. Genau, also die neue Version, die wird auch morgen, falls das noch nicht, also ist wahrscheinlich noch nicht allen bekannt, aber wird morgen im Chart auch entsprechend angekündigt. Es gibt eine neue Version, die kann man jetzt auch runterladen, da sind eben diese Funktionen drin. Und die Links haben sich geändert, das heißt also aber auf der Homepage von FX Flats sind die Links schon eingepflegt, die neuen. Auf der StereoTrader Homepage tatsächlich noch nicht. Ja, also auf jeden Fall bitte die Links von FX Flat dann auch verwenden an der Stelle.
Und das sind auf jeden Fall die richtigen. Und die Versionsnummer müsste sein, jetzt gucken, ob ich nicht hier schon wieder einen Schritt weiter bin. Nee, ich bin schon hier schon bei 153. Also das müsste 152, müsste die Versionsnummer sein. Weil die 153 hat schon wieder andere Sachen, die da hinzukommen. Aber da gehen wir ein andermal drauf ein. Okay. Ja, prima. Haben wir heute echt viel durchbekommen und wir werden an der Aufzeichnung arbeiten, dass das alles vernünftig ist und entsprechend auch so schnell wie möglich online gestellt wird. Alle, die heute anwesend waren, sind auch schon natürlich für die nächsten Termine schon angemeldet. Also einfach den gleichen Link nochmal benutzen. Ansonsten vielen Dank natürlich wieder für Ihr Interesse und dass Sie heute online waren. Ich hoffe, Sie konnten einiges wieder mitnehmen. Und danke Dirk natürlich für die ganzen Infos und natürlich dein Tool, immer noch wirklich klasse. Und ja, Tradition wie immer, hast du das letzte Wort. Schönen Abend zusammen. Ja, von meiner Seite auch. Dankeschön. Ich finde es halt immer sehr hilfreich, wenn man hier so ein bisschen was zusammenfassen kann, sind die Dinge dann eben doch schneller erklärt, wie wenn man es per E-Mail oder halt irgendwie sonst über einen klassischen Supportweg machen. Deswegen haben wir es jetzt ja auch, wie der Nelson gerade schon gesagt hat, hier für das ganze Jahr auch schon vorgesehen. Und ich freue mich einfach aufs nächste Mal. Sage an der Stelle auch Danke. Danke auch an Nelson und wünsche noch einen schönen Abend in die Runde. Bis dann. Tschüss zusammen.